So, in der Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie ihr seht, Javelin Krupp Steuerwaffenträger. Wir reden jetzt auch gar nicht lange, ich drücke jetzt direkt mal rein, weil er wurde auch gepatcht mit dem Panzerkampfwagen 7 Update. Aber da müssen wir nicht viel drauf eingehen, er hat nur einen Reload-Buff bekommen von 0,4 Sekunden. Aber 0,4 Sekunden plus dann Mannschaftsperks, bliblablub, kann schon einiges ausmachen. Mit dabei ist auch wieder Schmierlappus Maximus. Schmierlappus! Der sich immer noch nicht umbenannt hat, irgendwie traurig. Na, es geht einfach nicht, ja. Es ist ein Zeichen zu viel. Es ist ein Zeichen zu viel. Ich brauche einen Namen. Schreibt mal in die Kommentare einen coolen Schmierlappennamen mit 12 Zeichen anstatt 13. Genau. Ja. Da habt ihr euren Auftrag gehört. Ja, und wir sehen den T95. Ich sehe schon, wir sind tot hier, Alter. Der T95 würde uns halt angucken und das Licht ausmachen. Ja, ich weiß jetzt schon, ich muss APC laden, oder? Oh, 257 wird hart auf jeden Fall. Ja, wir gucken jetzt einfach mal live so, wie sich die DBM so verhält. Ich meine, ich kann nochmal umladen kurz. Da. Aber 5,1 Sekunden da nicht nach, das ist wirklich okay. Ja, 5,1 Sekunden ist echt, wenn du dann noch Ration aktivierst, kommst du glaube ich auf 4,9. Boah, ja, wenn du da in einem 7er landest, da rasierst du schon ordentlich mit dem Tarnwert dann auch von 190 Metern. da kannst du schon so ein kleines, richtiges Bittchen sein, könnte man sagen. Also das ist schon hart. Naja, wir sagen mal, es gibt dann auf jeden Fall bequemere Gegner. Ach, guck mal, Dani ist 6, da sehe ich mich natürlich total, Alter. Ja, vor allem wird er jetzt auch richtig viel Spaß haben, glaube ich. Was macht er da? Weiß ich nicht. Zack! Aber er macht nicht mehr viel, glaube ich, jetzt. Ach, verdammt. Piek doch nochmal, das war super. Das war die beste Idee. Muss du unbedingt nochmal machen. Ja, also 4,7 ist mit Raktion an. Mit 4,7. Nee, schon ja. 4,8. Freunde, ihr habt das gehört, auch die Isu, Alter, auch direkt bedient. Und die Kanone ist der Hammer, ohne Scheiß. Die Kanone war aber schon immer Zucker, also da. Naja, natürlich, ich sag nur, also die ist echt lecker. Die Tigerkanone hat halt schon immer Form. Ich sehe schon, das aber halt auch deutlich besser jetzt. Wenn man merkt, die Stabilisierung ist deutlich besser. 3 Meter links. Ja, das ist hier alles, das stirbt alles weg. Zu schnell. Muss ich gerade sagen. Ja, weil wir einfach zu krass sind. Rechts ist ein Spaghetto. Aber noch nicht beschießbar. Der wird aber bestimmt. Boah, da kommt mal ein Bot. Okay, der war zu hart für mich frontal. Ja, für mich auch. Okay. Ja, Kies, Digga, das ist ein bester Move, den du bringst. Das war jetzt nicht so clever. Das ist aber nicht so gut gelaufen. Da, KV3. Das ist ein Endgegner hier, zack. Ja. Aber der, KV3, ey. Der Ach hat Gott, sich nein. richtig gefreut. Ach so, Ach, den nein. kann man nochmal abschießen dort. Lol. Dingens hat mir den Schuss gefangen, unser Teammate. Mhm. Da, Black Prince! Ich bin gebounced. Das ist ja der Hammer. Ich bin wieder gebounced. Hä, wie steht denn der? Der nach links oder nach rechts mit der Wanne? Nee, jetzt habe ich ihn gepennt. Runter. Also ich bolze ihm einfach durch den Turm, genau. Rechts. Also da, rechts. 257, na das ist jetzt der natürlich. Endgegner. Naja, aber aus dem Winkel könnte gut ey, vorkommen. Oh ja, gepennt Oberwanne. Ich nicht. Nein, wer trackt. Oh, Alter, noch Pike Nose gepennt. Er stellt sich halt auch an wie der erste Mensch. Ich penne ihn tatsächlich gerade überhaupt nicht, okay, jetzt bis ich durch die Technos komme. Die Oberwanne einfach. Er hat mich blind gekontert. Ja, ich komme da er halt hat nicht mich durch, blind also. Gekontert. Sicher, dass nicht der Kollege neben dir offen war? Wir sind die einzigen beiden hier noch. Oh. Ich habe keine APCR mehr. Ja, ich habe auch nur 3 Schuss, sehe ich gerade mit der DBM, da machst du jetzt bin ich offen. Jetzt kann er mich aber auch rausnehmen. Wenn's blöd ist. Ja, ich kann ihn nicht pennen. Ich kann ihn nicht wegpennen. Jetzt habe ich ihn einmal gepennt. Sauber. Jetzt kommt die Fender auch noch. Oh Gott. Ja, da ist auch noch eine Su 130 PM. Achtung, die knallt natürlich richtig. Ich bin auch noch offen jetzt. Hab den Defender getrackt. Gebaut. Ja, Defender ist One. Ich werde gerade blind beschossen. Ja, ich bin auch gerade One Shot. Völlig offen? Ja, ich bin offen. Achso, dann hat er versucht, dich zu pennen und hat mich getroffen. Auch schön weggenommen, das Ding. So, jetzt habe ich keine APCR mehr.
Ja, welcome to my club. Da, diese 130 PM, die willst du auf jeden Fall. Dass du dich so schnell lernst mit dem Kanone ist schon wirklich schön. Ah, die ist halt wirklich Zucker. Alter. Haben sie, also da, das, die ist deutlich besser als halt beim Tiger, aber ich meine, das ist auch der TD, ne? Ja, gut, du hast halt noch weniger Panzer und du hast auch nur 800 HP, das musst du halt auch sehen. Ja, ja, klar, also. Das ist schon. Ich glaube, der T32 macht jetzt so einen kleinen Jana-Move für so einen halben. Ja, das ist jetzt aber hier nicht so clever, was er da macht. Das ist aber heute nicht so gut gelaufen. Da! Hä, Digga, Alter, wo. Abgebreitene Seite. Oh, sind offen. Oh, ich auch, sehe ich gerade. Hä, da steht der Scout oder was jetzt? Nee. Da steht Mitte. Hä, was steht denn da, was so schnell schießt? Der steht tatsächlich Mitte, der Scout. Oh, der Prochetto. Spaghetto ist gleich beschießbar, wenn er 2 cm zurückfährt. Was mein. Ah, ich wollte gerade hier sagen, was meint denn, Freunde, treffe ich den Pixel Shot, aber die Su 130 PM ist hier. Hinter uns. Ah, die Schäbe läuft okay. Natürlich. Der T95 macht die Su schon das. Da kommt die nicht weit, glaube ich. Ja, gut, die hat ja auch nichts, ne? Ja, Prochetto ist auf jeden Fall nach rechts weg. Hinten ist der AMX, im Übrigen, der Scout. Ach, ist er doch da, also wusste ich es doch. Bin abgeprallt. Wenn der Scout zu hart ist. Ist Endgänger. Ist der Scout zu hart, bin ich zu schwach, Alter. Ja. Aber der ist ja gerade getrackt gewesen, schade. Alter, eine Sekunde zu spät die Kugel losgeschickt. Ich hab wirklich vergessen, wie viel Spaß das Ding hier immer gemacht hat, ohne Quatsch jetzt. Es war halt immer schon ein echt spaßiger Panzer. Ist halt hier auch Perlen, die Kanone hat einfach immer performt. Nein! Oh Gott, ich gehe auch auf. Mich in Ruhe. Ich bin raus. Lassen Sie mich in Ruhe, ja, Mann. Gut, das war, dass ich jetzt da aufging, aber. Ja, hat mich auch gewundert. Ich stand im Busch, also eigentlich. Ich hab mich auch nicht mal bewegt, ey. Krass. Also, der 1390 jetzt echt einen rausgenommen. Ja. Ich mag den Scout halt überhaupt nicht. Verstehe ich. Wenn Leute jetzt nicht hier knapp werden lassen, das ist eigentlich eine ganz, ganz safe Nummer. Oh Gott, wow. Das komme ich nicht an. Mit APC hat's getroffen. Ja, ich weiß. Denk an den T32, der ist nicht offen. Ja. Er trifft hier, er hat hier aus der Fahrt. Hilf erstmal sonst den Prochetto zu machen. Vom Dings. Kann ich nicht, kann ich nicht. Der kommt mich jetzt holen. Lassen Sie mich in Ruhe, ich bin ein armes, hilfloses Panzerchen. Ich bin ein Javelin. Low, Alter, der run, ist auch richtig. Boy, run. Der hat richtig Bock run, auf dich, boy, ne? Run. Ja, ne, der denkt sich jetzt, oh, das ist ein Siemer, Alter, da sehe ich mich. Das ist meine Gegner. Siemer ist genau mein Kaliber. Also, ich leg mich ja nicht mit den Großen an, ne? Ich bin ja nicht so, ne? Schöner Siemer zum Snacken. Oh, shit. Schieß mal. Ja, du gehst halt auch auf, Alter, mit dem Tarnwert. Ja, na klar, aber das war jetzt auch wirklich nah dran schon. Ja. Ich sage dir, jetzt kommt der Scout hinter mir lang gejadert. Safe, ja. Oh, ja, ich wollte den Damage noch mitnehmen, ne? Na, ich habe schon hinter dir geguckt, aber der kam halt nicht und die haben durchgekappt. Wow. Aber das, ja, gut, ne? Ja, also man kann mit dem Panzer wirklich wenig machen, also, ja. Ja. Also ich hab oh, guck mal, das Team war da, ja. 790 da. Unterstützt. 790, die arme Sau, ey. Also er hat halt, also, geschossen. Wie kann man denn nur so schlecht sein mit so einem Panzer? Also wirklich, also. Oh. Ey, ist halt. Ja, er hätte vielleicht mehr machen können, wenn er in die Mitte gefahren wäre. Direkt den frontalen Fight suchen. Es gab ja keine Arti. Wäre eigentlich gut gewesen für ihn. Darum soll es aber nicht gehen. Ihr habt gesehen, glaube ich, was für eine DBM-Maschine das jetzt dann noch ist. Ich meine, der war ja vorher schon nicht schlecht und jetzt mit Ration, was haben wir gesagt? 4,8 Sekunden? 8, ja. Das müsst ihr euch mal überlegen. 4,8 Sekunden auf Stufe 7. Alter. Für 2,40. Und das mit so einer krassen Kanone, die so gut performt. Also das ist wirklich absolut geil. Einziger Nachteil ist halt tatsächlich 237 Penner auf der ABCR, ne? Das ist halt, klar, das ist natürlich ein bisschen schwierig, aber gut, dass man kennt es vom Tiger halt, ne? Ist halt als CD schwierig in so einer Lobby, ne? Weil man halt wirklich darauf angewiesen ist, zu campen mit dem Koffer, aber der bringt alles mit, also einen ausreichenden Tarnwert, und wenn man die Geduld hat, ja,
Denn zu warten, bis der Gegner seitlich steht, ist das Ding ein echtes kleines Monster. unter dem Radarmonster. Also, der geht auf jeden Fall jetzt noch mehr steil. Ich würde sagen, wir hängen noch eine Macht zweite halt Runde wirklich an. Spaß. Ja. Einfach nur, um nochmal vielleicht eine andere Facette zu zeigen. Vielleicht noch eine größere 9er Lobby, damit wir auch mal eine Challenge haben. Dann nehme ich auch Kann lieber noch mehr APCR sagen, mit, weil die nur A gegen T95 frontal. Alles andere wäre ja fast lächerlich. Ja, gucken wir nochmal in die zweite Runde. Freunde, wir sind in der zweiten Runde und sehen hier schon so ein Panzer 4. Wir haben eine Top-Tier-Lobby. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Weil jetzt müssen wir um unseren Schaden betteln. Übrigens, nette Tarnung, Mirgo. Über Geschmack lässt sich halt nicht streiten. Ne? Ist richtig. Jetzt wird es hier der Tackelin. Ach nee, schon, der war schwarz. Nee, lass es. Was ist, Der, also, was ist, aber ich was glaube, ist, jemand, was ist? Das war guck einfach mal da nur. links vor dir, vor der Brücke, der klaut uns den Damage. Ja, die Badewanne Die OP ist Badewanne mit halt ihren einfach. 330 Alpha, Alter. Er hat halt immer noch als 5er mehr Damage als Er kann den gegnerischen Scout one-shotten, den Fünfer, ja? Also. Da brauchen wir uns ja nicht drüber unterhalten, also. Und hier, ich meine, auch die meisten Stufe 6er sind Two-Shot, ja? Bis auf die Ja, Helis. Von daher. also. Hier so ein T-34-85M, den kann er, wenn er halt Na, bis selbst 70 der rollt, ist das Ding weg, ne? T-71 DA, wenn er den richtig rollt, ist der Two-Shot für ihn. Der hat doch auch nur 700, glaube ich, oder? 750? Ich glaube, hier mal 40, das war so eine krumme Zahl, wenn ich mich nicht irre. Da, siehst du, zack, da 160 HP, weil er den Top-Turm hat. Also wäre er Stock, wäre das Ding One-Shot. Da unten ist direkt der T-34-85M Ich bin gebaut am T-50. Ich bin halt offen, ja. Ich habe daneben geschossen, Ja, weil ich jodelt mich hier aber erschrocken habe auch wie so ein komplett Schnittchen. rein, Alter. Ja, okay, ich glaube, jetzt haben wir ihn genommen. Oder? Kann das sein? Ja, Das war war so komm, eine die blinde Schelle. Abstimmung, würde ich sagen. Na, die DBR, der T-34-85, siehst du den? Der ist komplett Leben überfordert. vercheckt, ey. Ja. Ne, 840 hat der T-71 sogar. Oh, 840, okay. Ich bin gebaut zum MT. Nicht schlecht. Oh, yes. Ah, oh, ich dachte jetzt, er dreht nach rechts ab und macht erst die Linksschwenke. Oh, der IS hat keine Lust mehr, der ist beleidigt. Jagdpanda hat auch keinen Bock mehr, glaube ich. Ja, dann mach ich mal Jagdpanda jetzt. Wo seid ihr denn alle hin? Ja, hallo, hallo. hallo, ich brauche hier Spot. Guck. Ey, das ist so dumm. Also, ich glaube, das wird eine richtig kurze Runde, Freunde. Da braucht man auch nicht drüber diskutieren, glaube ich, was hier Phase ist, weil. Das ist so eine Da muss man. Da muss 50-2-Minuten-Lobby. man. Ja, und unser Team scheint auch übelst RBRT begabt zu sein. Also das scheint wieder alles zu treffen. Das ist halt für die Gegner echt scheiße gelaufen. Das kann man Ist echt halt nicht anders wirklich scheiße sagen. gelaufen, also da Aber die willst Kanone auf dem Koffer hier performt wirklich. Also ich muss wirklich sagen, ich habe ganz vergessen, wie viel Spaß der echt gemacht hat. Oh, Da ich zack, schieß da gegen die geht Brücke. alles rein. Der Jackson ist da. Den können wir auch Ja, ein bisschen nehmen. ich habe gerade schon Ration aktiviert, damit ich hier irgendwie mal hinterherkomme noch. Was macht denn der Tiger P da? Oh, Tiger P! Tiger Was macht P! denn der? Nein, geht er wieder auf! Oh, ich hoffe, ich treffe noch. Ja, noch blind getroffen. Sauber. Ich fahre jetzt einfach spotten, Alter. Irgendwie muss man ja überleben. Der man muss Also halt. Tiger P habe ich jetzt. Oh, guck mal, wer hier kommt. Schießt ruhig, meine kleinen Schlümpfe. Das ist alles mein Spot. Ich bin am T43 abgeprallt. Er Ja hat gut, Munilager. er hat keinen Bock mehr hier mit dem VK36, glaube ich. Die Polenbremse. Ist weg. Ja. Einfach reingejodelt. Ja. Also ihr seht hier aber auch ein ganz krasses Defizit von dem Panzergeschwindigkeit. Wenn so eine Lobby ist, ihr müsst Ja, auf. gut. Also ihr müsst halt im Tempomat bleiben, weil sonst seht ihr von der Lobby nichts. Das ist einfach zu viel DPM. Okay, der IS ist auch schon jetzt nicht mehr wirklich für mich. Oh, T43, bitte nicht weghauen. Einen Schuss Ich noch. wollte gerade sagen, der soll mal nach oben wieder fahren, so. Oder der fährt jetzt bestimmt in die Stadt. Ich sehe es schon kommen. Jetzt haut er sich da weg, wo er sich am wenigsten bewegen kann. Nein! Nein, ich fahr runter und er fährt da drüben hoch. Och, das kann nicht sein. Lauf, Forrest, lauf! Ja, Ja, 255 einmal wieder noch. weg.
Darf ich noch rein? Mal weiter nach oben. T43. Jawohl, ich habe ihn getrackt. Gib mir. Oh, jetzt prallen sie alle ab, wenn. Jetzt hat er aber. Jo, komm. Leck mich doch. Ist das dumm? Können wir das so nehmen? Ja, ich glaube, das können wir so nehmen. Scheiße. Alter, 3-3 hast du. Was hast denn die wieder? Ich weiß nicht, wovon du redest. Alter, der Damage in unserem Team ist aber auch ganz klar verteilt. Du, ich, der Tiger 1 A18 und niemand weiter über 1000. Ja, doch, der Scout hat 4000 Spot. Ja, aber nochmal, auch da hat alles korrekt gemacht, der Kollege. Ja, ja, da kann man ihn nur beglückwünschen. Wenn du halt siehst, dass dein Team so ein Backup macht, dann rassel da rein mit dem Scout und Spotter, ne? Ja, wirklich. Man hat sich doch für ihn gelohnt, er hat seinen Job wunderbar erfüllt. Alter. Wir hatten ja auch noch einen anderen Scout, aber der hat es halt nicht so gemacht, ne? Und das war halt der AMD. Ja, das stimmt. Ja, mit AMD kannst du halt nicht machen, ne? Du brauchst echt einen AMG, also. Das ist alles hier Fake. Ja, AMD ist doch Computerprozessor. Richtig. Geil, ich habe als Belohnung ein Hühnchen-Emblem bekommen. Wie ein Clowns-Emblem. Das hat dazu gepasst. Ja, Freunde. Ich glaube, das kann man dann doch dabei belassen. Also, ich glaube, mehr brüllt man dazu auch nicht sagen zu dem Panzer. Das spricht ganz klar für sich. Die DBM jetzt nochmal auch, wenn es nur 0,4 ist, standardmäßig, aber das drückt den ganzen Gesamt-Reload nochmal und 4,8 mit Ration ist halt einfach geil. Plus den Tarnwert, den ihr habt. Von schlanken 190 Metern. Es. Nee. Kannst nichts weiter sagen. Ist gerade so in Ordnung, kann man sagen. Ist wirklich gerade so in Ordnung. Ja, also es könnte besser sein, aber. Ist schon an der Grenze, muss man ja sagen. Ne? Also ich hoffe, dass WG da nochmal anpackt. Ja, also ein bisschen wenig haben sie gemacht, ne? Das ist ganz klar. Also entweder brauchen wir 3-Schuss-Clip bei dem gleichen Reload, ja. Oder die müssen da schon jetzt so ein bisschen noch den Hahn mit anbieten. Oder einen dreifachen 50 Alpha. Meter. Eine Badewanne auf Stufe 7. Dreadnought kann drauf. Noni! Zack, weg. Okay, Freunde. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja. Schreibt mal wegen Schmierlabus Maximus in die Kommentare, was euch vielleicht so einfallen würde. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Reingehauen.